Hallo zusammen, herzlich willkommen bei unserem Schleppertest-Video. Mein Name ist Hubert Wilmer, ich bin bei Profi zuständig für die Traktorentests und wir haben hier heute den Arion 470 im Test, bei dem wir damals bei dem ersten Fahrbericht geschrieben haben, mehr PS, mehr Hubkraft, weniger Abgase. Und das möchten wir jetzt mal ausprobieren in unserem Schleppertest, zusammen mit der DLG, mit den Messungen und natürlich hier im praktischen Einsatz. Vorher war ja der 460 das größte Modell, jetzt haben wir ja hier den Arion 470, der den gleichen Motor hat, aber ja mehr Leistung hat. Da gucken wir jetzt mal eben einmal unter die Haube. Da sitzt nach wie vor der FPT-Motor mit seinen 4,5 Liter Hubraum und 4 Zylindern. Und die Zugänglichkeit ist nach wie vor super hier vorne. Wir haben vorne den Luftfilter, dann das klappbare Kühlerpaket und an der Seite dann die Abgasreinigung für die Abgasstufe 5. Wenn wir jetzt unter die Haube schauen, dann hat sich die Abgastechnik insofern geändert, dass der separate Partikelfilter nicht mehr existiert. Der ist mit in den SCR-Katalysator gewandert. Und wir haben jetzt nur noch einen Dieseloxidationskatalysator und dann eben diesen SCR-Cut mit dem On-Suit-Filter. Was uns da beim Aufstieg direkt noch aufgefallen ist, ist, dass Klaas die Leiter weiter nach vorne hingeholt hat und hier oben so eine abgeschrägte Fläche hat, neben der flachen Fläche von dem AdBlue-Tank. Da kann man sich, wenn man nicht aufpasst, ganz schön vertreten. Das hat uns auf jeden Fall auf den ersten Blick auch nicht so gut gefallen. In der Kabine angekommen, fällt natürlich als erstes der Elektropilot ins Auge. Dieser Kreuzhebel hat eben die Kreuzhydraulikfunktion, aber zusätzlich halt noch einige andere Funktionen wie die Getriebebedienung für das Hexashift-Getriebe, Heckhubwerkbedienung und auch F-Tasten, die man frei belegen kann, um dann entsprechend alle Bedienungen hier zu machen. Tempomat-Funktion ist neu bei diesem Schlepper, die wir gerne ausprobieren möchten. Und wie ihr seht, hat auch Klaas den Schlepper bis an die Zähne bewaffnet. Das neue Trimble-Lenksystem ist hier drauf, was in dieser Liga sicherlich nicht so verbreitet ist. Aber da es ja neu ist jetzt, da Klaas ja zu Trimble umgestiegen ist, haben sie uns das hier auch mal draufgepackt. Ist noch relativ improvisiert hier mit der SIM-Karte im Stick. Da schauen wir mal, wie das alles schon so funktioniert. Ein Nachteil für die Ausstattung mit dem Elektropilot ist, dass durch diese Armlehne dieses seitliche Bedienfeld schon etwas verdeckt wird oder nicht so gut erreichbar ist und man dann auch für die eine oder andere Funktion mal umgreifen muss. Das kam uns so auf den ersten Blick schon und wie das dann sich im Einsatz bewährt, schauen wir uns nochmal an. Apropos hochwertige Ausstattung, wir sehen hier, Klaas hat keine Kosten und Mühen gescheut und auch die Lederausstattung, dieses schöne griffige Lederlenkrad hier installiert. Was wir aber noch viel wichtiger finden, ist das Panoramadach, obwohl unser Schlepper leider jetzt keine Frontladerausstattung hat, aber das wird viele Frontladerfahrer sicher begeistern, dass man hier schön direkt bis nach oben nahtlos den Überblick hat. Im Heck seht ihr, wir haben hier den Zieglergruber angebaut, den stemmt der Kleine problemlos. Die DRG-Werte gucken wir uns dann mal an. Was uns aber hervorragend gefallen hat, ist die gute Zugänglichkeit und ordentliche Beschriftung der externen Bedienung, sowohl fürs Hubwerk als auch für ein Steuergerät und die Zapfwelle, alles da, so wie man es gerne hätte. Womit wir auch schon bei der Arbeit mit dem kleinen Racker wären. Egal ob hier mit dem Federzinkengrubber von Ziegler oder vor dem vierfurchigen Lemken Anbaupflug. Mit seinen maximal 155 PS konnte der Arion 470 auch bei schwerer Zugarbeit voll überzeugen. Den Grund dafür zeigen die Zapfwellenmessungen beim DLG-Testzentrum. Danach kamen hinten am Stummel maximal 144 PS an. Zusammen mit dem maximalen Drehmoment von 600 Newtonmetern ging es also immer vorwärts. Leistung ist das eine, Verbrauch ist das andere. Um hier Licht ins Dunkel zu bringen, musste natürlich auch der Arion die praxisnahen Powermix-Messungen über sich ergehen lassen. Ergebnis? Insbesondere bei schwerer Zugarbeit fühlt sich der Testkandidat offensichtlich besonders wohl. Hier liegen die Werte am deutlichsten im grünen Bereich. Aber auch bei Zapfwellenarbeiten muss sich der Arion nicht verstecken. Lediglich bei den gemischten Arbeiten lag der Verbrauch ganz leicht über dem Mittel aller bisher von Profi getesteten Traktoren.
Ganz anders ist das wiederum bei Straßenfahrten. Bei den Transportmessungen mit bis zu 40 km/h lag der Verbrauch sage und schreibe 16% unter dem Durchschnitt aller bisher gemessenen Traktoren. Hinzu kommt, dass sich der Fahrkomfort mit der Carraro-Vorderachse samt Einzelradfederung wirklich sehen lassen konnte. Lediglich der Geradeauslauf könnte noch einen Tick besser sein. Und auch das Abschmieren der 22 Nippel an der Vorderachse alle 50 Stunden braucht natürlich kein Mensch. Wenn wir einen Blick auf das Hubwerk werfen, überzeugte uns die Hubkraft mit mehr als 5000 Dekanewton. Der Hubweg ist allerdings mit nur 57,5 cm unterdurchschnittlich. Und wie schon beim Test vom John Deere 6R150 bekommt auch der Arion 470 bei so schweren Anbaugeräten ein Problem mit seiner Nutzlast. Die ist mit 3240 Kilogramm im Vergleich zum Wettbewerb schon gut, aber reicht natürlich nicht mal für die zulässige Stützlast der K80 von 3,5 Tonnen. Alle weiteren Details, zum Beispiel unsere Erfahrungen mit dem Hexa-Shift-Getriebe sowie dem Trimble-Lenksystem, findet ihr im neuesten Schleppertest der Profi-Ausgabe April 2023. Am besten jetzt hier noch ein kostenloses Probeheft bestellen und natürlich unseren Kanal für künftige Videos vom Profi-Test-Team abonnieren.